Ich hab voll Bock, Scheiße zu bauen. Merk ich. Ich wollte diesen Motor da einbauen. Deswegen habe ich es gekauft. Willkommen bei Kfz50. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den TN. Was habe ich gesagt? Bei 1500 Likes verrate ich im nächsten Video, was ich damit vorhabe. Oder beziehungsweise, warum habe ich eigentlich den TN gekauft? Jeder fragt natürlich, du machst den nach und den nach und den nach. Nein. Also ich kann euch jetzt einmal Real Talk erzählen, warum ich den AMG auch gekauft habe. Das war genau der gleiche Grund, warum ich auch den TN gekauft habe. Natürlich den Motor M113. Natürlich ein sehr, sehr schöner Motor von Mercedes. Einer der besten Motoren, wenn sogar der beste V8-Motor überhaupt. So, das ist ein W124 230er Mercedes. Kennt ihr die Maschinen noch? Das ist mein Auto, den habe ich schon seit Jahren. Der wurde einmal komplett neu restauriert, durch einmal lackiert, entrostet und so weiter. Ich glaube, 10 Jahre ist er schon in meinem Besitz. Keine Kratzer, keine Beulen, nichts. Der Wagen sieht eigentlich noch sehr, sehr gut aus. Damals habe ich auch den ML dafür gekauft. Ne, also was hat man für 1900 Euro ML erwartet? Ich, ehrlich gesagt, eine Schrottkiste. Deswegen, ich wollte eigentlich den 5,5 Liter, auch den M113, wollte ich hier einbauen. Aber dann habe ich gesagt, nee, der ML ist mir so ins Herz gewachsen, habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Und dann habe ich mir einen neuen 500er gesucht. Ich hätte natürlich einen günstigeren kriegen können. Das war damals eine S-Klasse für gute 1000 bis 1500 Euro. Aber das Problem, bei dem war alles kaputt. ABC-Fahrwerk war kaputt, Innenausstattung war Schrott. Und darum habe ich mich umentschieden und habe einen CL gesucht. Natürlich wollte ich am Anfang den erstmal zurecht basteln. Wir wollten billig lackieren, den so herrichten, Elektronik fertig machen. Und danach wollte ich die Bombe platzen lassen und sagen, ich will diesen Motor hier einbauen. M113 bauen wir da ein. Ihr wisst natürlich, was ein E500 oder beziehungsweise 500E W124 kostet. Unbezahlbar, die Dinger. Und dieses Auto, den habe ich fertig gemacht, zur Seite getan, dann wollte ich den verkaufen. Und das Geile ist, ne, wo ich den nicht mehr verkaufen will, kommt natürlich der ein oder andere und sagt, ey Jonas, ich kaufe dir den ab, ich mache das. Nein, ich verkaufe den gar nicht mehr. Das ist ein geiles Projekt. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe es auch noch nie gemacht. Und natürlich will ich auch ein paar Sachen hier übernehmen. Wie zum Beispiel, ich möchte den Keyless Go übernehmen. Die Zentralverriegelung will ich übernehmen. Und ja, ich möchte den Tacho übernehmen. Ja, die Sitze weiß ich noch nicht, ob ich die Sitze nehmen will, weil, weiß ja, Massagesitze, hammergeil. Weiß ich nicht, ob ich die Massagesitze übernehmen werde. Tacho, Lenkrad, weil wir haben natürlich hier Automatikgetriebe, manuell das Ganze. Und ich möchte ja auch immer sehen. Ne? Und deswegen brauchen wir diesen Tacho, leider. Wir werden das aber so hinkriegen, dass man das nicht so sieht. Ja, das ist jetzt so ein Feature, hätte ich jetzt ungern genommen, ganz ehrlich. Aber egal, wir nehmen das jetzt. Wir übernehmen das. Das heißt, Tacho, Lenkrad, ja, Getriebe werden wir ja sowieso. Dieses Paket hier, dieses schöne, kleine, kommt einmal hier rein. Also sprich, wir werden um die 200 PS mehr haben. Hammergeil? Hammergeil. Und ein paar Newtonmeter mehr. Ich weiß natürlich nicht, ne, ob das jetzt Plug and Play passt, ob wir was zerschneiden müssen. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nicht, ob die Bremsanlage so passt. Aber egal, wir werden das schon alles passend. Ne, es gibt ja Projekte, wie zum Beispiel den VR6. Das wolltet ihr ja haben. Aber dieses Projekt ist echt ein Herzensprojekt. Warum? Das werde ich auch nach der Zeit sagen. Und nein, die Farbe wird auch nicht so bleiben. Das Ding ist eigentlich neu lackiert worden, aber trotzdem, es wird eine andere Farbe kommen. Ich werde es auch verbreitern und so, das Ganze, andere Felgen. Hinten werden wir auch verbreitern. Wer den E500 kennt, weiß, das Ding ist verbreitert. Und wir werden das auch verbreitern, ohne was drauf zu schweißen. Das heißt, wir werden es selber verbreitern. Ja, und dann schwarz und dann werden wir es tiefer legen und so weiter. Aber ich freue mich auf dieses Projekt. E500 Projekt, was sagst du dazu? Hä? Feierst du das? Ja, er feiert das auch. Siehst du? Sogar wenn es ein Hund feiert, dann muss ich schon mal feiern. Ich wäre gerne dabei, wo du den Motor da einbaust. Ja, kannst du mir helfen. Also, ich glaube, Motor anpassen und so wird nicht das Problem. Das ganze Elektrik, das wird mich herausfordern. Definitiv. Weil ich will ja, dass Keyless Go funktioniert. Der funktioniert zurzeit gar nicht. Tacho muss komplett funktionieren.
ABS müssen funktionieren, Airbag haben wir nicht, das ist das Gute. Distronic brauche ich auch nicht. Und das wird natürlich, das wird eine riesen Herausforderung für mich selber. Mache ich gerne, weil das ein Herzensprojekt. Guck dir diesen Motor an. Und guck dir diesen Motor an. Guck mal, wie süß. Dieser Vierzylinder. Ne? Und ihr glaubt es nicht, das Ding kriegt ihr nicht tot. Wie lange stand der jetzt hier, Frat? Der stand hier. Halbes Jahr? Locker. Halbes Jahr. Guck mal, wie ich den heute angemacht habe. Batterie war tot, ne? Vorführ. Er hat sich keine Mercedes-Batterie hier drin gehabt? Immer. Habt ihr meine Batterie genommen oder was? Summit hat irgendeine Batterie gehabt. Hä? Summit hat irgendeine. Du siehst, keine Elektronik. Nichts. Nicht mal Scheiben, nicht mal elektrische Fenster hier haben wir hier. Das ist ja das Geile. Ne? Schaltung. Nicht mal ein Schiebedach haben wir. Das ist das Geile. Also mein erstes Auto, den ich gefahren habe, war ein W124 von meinem Papa. Deswegen liebe ich auch diese Autos. Also hier, wenn Kahn zuschaut, nein Kahn, er kriegt keine Klimaanlage. Ich brauche keine Klimaanlage. So, was wir machen ist auf jeden Fall Tacho. Tacho werden wir übernehmen. Frat. Werden wir da einbauen. Lenkrad werde ich auch nehmen, weil ich den Tacho dann damit bedienen kann. Brauche ich. Und dann Keyless Go. Will ich machen unbedingt. Ich will diesen Feature bei dem eingebaut kriegen. Ne? Und natürlich, ja, das ist nicht wichtig, aber wenn ich Massagesitze, ich weiß es nicht. Was meint ihr denn? Soll ich diese Massagesitze auch da einbauen? Was sagst du für das? Ja, ein schöner Feature, ne? Ja, aber das Problem ist halt, ob das dann passt wiederum, ne? Ich möchte ja auch nicht zu viel basteln. Ja. Keyless Go, mal gucken, vielleicht nehme ich auch Keyless Go. Aber das will ich auch übernehmen, dass ich diesen Schlüssel, das heißt diesen Zündschloss, werden wir quasi hier einbauen. Komm, jetzt wärmen wir mal uns den Kätzchen an, gerade haben wir den Löwen gehört. Kätzchen. Guck mal. Zweimal gedrückt und der Motor wackelt schon hier. Das heißt, ich werde den modernen Zündschloss nehmen und hier einbauen. Das werde ich machen und dann natürlich hier Automatikgetriebe mit Keyless Go, so dass wir den hier starten können. Soft Close weiß ich nicht. Ich habe es noch nie gemacht mit Soft Close. Das muss ich mir anschauen. Vielleicht mache ich das auch, dass wir Soft Close nehmen, dass er so einmal nimmt und dann so reinzieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, und dann natürlich, wenn wir den Schlüssel hier übernehmen, muss der auch hier auf und zu gehen. Ganz wichtig. Ich möchte diesen Schlüssel bei dem Auto haben. Mit E500. Verstehst du mich, Frat? Versteht ihr mich? Das möchte ich haben. Ich möchte diesen Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, ob wir das übernehmen. Also das muss nicht sein, kann aber sein, dass wir beide Seiten übernehmen. Also es wird ein Projekt sein, was sehr viele Nerven kosten wird, was sehr viel an Elektronik sein wird. Es wird total an Elektronik sein. Und ja, also da werde ich versetzt wieder in meiner Meisterschule, würde ich glaube ich sagen. Dass wir wieder so Schaltpläne haben. Ne, ich sehe da schon Haufen Schaltpläne bearbeiten. Das wird geil. Und der hier wird natürlich komplett geschlachtet. Das heißt, wenn der eine oder andere da draußen irgendwas braucht, hier, ne, oder hier meinen alten Motor braucht, von den W124, meldet euch einfach und da kann man ein bisschen was machen. Ne, ihr könnt mich dann halt bei dem Projekt ein bisschen unterstützen natürlich, weil ihr wisst ja, was ich dafür bezahlt habe und es war nicht gerade wenig. Das heißt ABC-Fahrwerk, brauche ich ja nicht alles aufzählen. Navi und so, den kompletten Mittelkonsole, den verkaufe ich. Das heißt, wenn einer Interesse hat, anrufen oder mir eine E-Mail schreiben oder auf Instagram. Also ich träume schon, ja, Frat. Weißt du, wie ich immer bin, wenn ich mit Projekten anfange? Wie? Ich gucke immer sofort, wie es wird. So, weißt du? Das kennt ihr bestimmt. Leute, die Projekte machen, die kennen das. Die gucken sofort, so, die gucken dann viel weiter und dann sagen die, boah, das wird richtig geil. Ein E500 in einem W124.
B124. Das ist krank. Da kannst du ja driften gehen mit dem. Mit Automatikgetriebe. Der wird so viel Power auf der Hinterachse haben. Das wird brutal sein. Sag ich dir. Ist ja ein Herzensprojekt, das Ganze hier. Und warum, werde ich natürlich irgendwann mal erzählen. Bestimmt, wenn er fertig ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Wer nicht abonniert hat, sind nur 70%, die nicht abonniert haben. Also lasst doch ein Abo da, kostet nichts. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kfz40, bleibt gesund. Bis dann, haut rein. Ciao. Kennt ihr das nicht oder was? Vor mit 500er, was ich dann mache.